Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend und willkommen. Rudi Zerner ist auch dabei für den Sport. Sehr gerne. Schönen guten Abend. Und das sind die Nachrichtenthemen von heute. Die G7-Staaten suchen eine Antwort auf Chinas und Russlands Machtanspruch. Die globalen Krisen bestimmen den Gipfel in Hiroshima. Er ist wieder dabei. Syriens Diktator Assad darf in der Arabischen Liga wieder mitreden. Und ein spannendes Bundesliga-Wochenende beginnt nach dem vorletzten Spieltag. Können Meister und Absteiger feststehen oder auch nicht? Vor fast 80 Jahren wurde Hiroshima von einer amerikanischen Atombombe zerstört. Heute geht vom G7-Gipfel dort die Botschaft aus, ein Atomkrieg darf niemals geführt werden. Russland wird aufgefordert, sich sofort unverzüglich und bedingungslos aus der Ukraine zurückzuziehen. Zudem sollen neue Sanktionen die russische Kriegsmaschinerie lahmlegen. Konkret wollen die G7 den Handel mit Rohdiamanten aus Russland beschränken, den Export von Kriegsgütern nach Russland sanktionieren und sie wollen Strafmaßnahmen für Staaten und Unternehmen, die Russlands Krieg unterstützen. Vom G7-Gipfel aus Japan berichtet Elmar Thewissen. Es gibt Orte, an denen man nur still sein kann, demütig. Der Friedenspark von Hiroshima ist so ein Ort. Gerade haben Sie im Museum die Simulation gesehen von dem, was hier 1945 geschah, als ein US-Präsident die Atombombe einsetzte, um einen Krieg zu beenden. Die 70.000 Todesopfer ermahnen Sie, dringend nach einem Ausweg aus dem jetzigen Krieg zu suchen. Für die Kameras sollen sie Geschlossenheit demonstrieren. Gemeinsam beschließen sie dann, die Sanktionen zu verschärfen und Schlupflöcher zu schließen. Es gehe auf diesem Gipfel, sagt Japans Premier Kishida, nur um eines. Nicht Teilung und Konfrontation, sondern Kooperation. Sie verhöhnen Kishida als Puppe der US-Regierung. Weil Japan massiv aufrüstet, glauben die Demonstranten, dass sich ihr Land von Amerika in einen Krieg mit China drängen lässt. Der Gipfel will auch eine härtere Linie gegen Peking beschließen. Das ist ein Kriegsbündnis, meint er, unter Führung von Biden. Die Europäer ringen noch um eine gemeinsame Linie gegenüber China. Immerhin bei der harten Haltung zu Russland und der Waffenhilfe für die Ukraine gebe es bei allen Gipfelteilnehmern, so der Bundeskanzler, einen entschlossenen Konsens. Er ist auch wichtig, weil er ja auch eine Botschaft enthält, nämlich dass ein fairer Frieden nur möglich ist, wenn Russland einsieht, dass es diesen Krieg beenden muss und Truppen zurückziehen muss. Am Ende noch ein kleiner Schreckmoment, der Moskau und Peking nicht unrecht sein dürfte. Dabei soll doch von hier ein Signal der Stärke ausgehen. Und dafür kommt eigens am Sonntag noch der ukrainische Präsident für das symbolträchtigste Foto vom Gipfel. Andreas Kühners ist von Berlin nach Japan mitgereist. Andreas, was ist die große Herausforderung dieses Gipfels? Die Herausforderung ist, neue Wege zu finden, weil die G7 merken, dass von den bisherigen nicht alle funktionieren. Die Sanktionen gegen die russische Wirtschaft, gegen die russische Rüstungsindustrie wirken, aber die Sanktionsumgehungen wirken auch, und zwar zunehmend. Vor allem über die Länder Zentralasiens scheinen jetzt doch wirklich große Mengen sanktionierter Produkte nach Russland zu gelangen. Die deutsche Autoindustrie hat ihre Exporte nach Kasachstan verfünffacht. Die Exporte von Autoersatzteilen nach Kirgisistan sind um 4.000% gestiegen. Und angesichts solcher Zahlen wollte US-Präsident Biden hier in Hiroshima am liebsten ein generelles Exportverbot für Russland verhängen. Da haben aber die anderen 6 nicht mitgemacht. Es bleibt jetzt beim Stopfen von Schlupflöchern, vor allem für kriegswichtige Industrie. Und darüber will man morgen auch reden mit Brasilien, Indien und Indonesien. Das ist dann einer dieser Wege, die nicht sofort Erfolg bringen, wenn überhaupt. Dankeschön für diese Einschätzung live aus Hiroshima. Andreas Künast war das. Bei den G7 in Japan wird der ukrainische Präsident noch erwartet. Beim Gipfel der Arabischen Liga ist Volodymyr Zelensky heute überraschend erschienen. Für Syriens Machthaber Assad ist dieser Gipfel im saudi-arabischen Jeddah die Rückkehr auf die große diplomatische Bühne. Zur Arabischen Liga gehören rund 20 Länder in Asien und Afrika. 2011 war Syriens Mitgliedschaft ausgesetzt worden, wegen des brutalen Vorgehens des Assad-Regimes gegen die eigene Bevölkerung. Jetzt ist Assad erstmals seit 12 Jahren wieder eingeladen. Mehr von Golini Atay.
Premiere in Saudi-Arabien. Der Präsident der Ukraine in einer Region, die eher Russland zugeneigt ist und selbst auf Drängen des Westens vermieden hat, klar Stellung zu beziehen angesichts der russischen Invasion. Selenskyj weiß, Saudi-Arabien hat einen engen Draht zu Moskau. Der Gastgeber will vermitteln. Selenskyj will für seinen Friedensplan werben und seine Gegner im Saal überzeugen. Leider wollen einige in der Welt und einige hier im Saal Russlands Gefängnisse und illegale Annexionen nicht sehen. Ich bin hier, damit sie die Dinge klar sehen, wie sehr auch immer Russland versucht, hier zu beeinflussen. Wenige Stunden vor Selenskyjs Auftritt feierte ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher sein Comeback. Nur in Russland und Iran war Syriens Machthaber Bashar al-Assad bislang willkommen. Aber der saudische Kronprinz bin Salman will neue Wege gehen. Ein Experiment, so heißt es in Jeddah. Wir müssen ein neues Kapitel aufschlagen und diese schmerzvollen Jahre der Konflikte zurücklassen, in denen die Menschen litten und die Entwicklung der Region stockte. Die Rückkehr Assads sei an Bedingungen geknüpft. Wenn er Flüchtlinge reintegriere, könne er auf arabische Investitionen hoffen. Für Kronprinz Mohammed bin Salman ist der Gipfel eine Bühne, um seine globalen Ambitionen zu zeigen. Während die USA an Einfluss verlieren, ergreifen die Golfländer einmütig wie nie die Initiative zum Wohle der eigenen wirtschaftlichen Entwicklung. Golini Atay in Kairo, was ist zu erwarten von diesen neuen Wegen der Golfländer? Nun, der saudische Kronprinz drückte seine Erwartungshaltung so aus. Er sagte, er hoffe, dass Syrien den Weg zur Normalität zurückfindet und seine, Zitat, normale Rolle in der arabischen Heimat wieder einnimmt, sodass die gesamte Region davon profitieren könne. Das klingt ein bisschen so, als ob Saudi-Arabien versucht, Bashar al-Assad wieder in seinen Orbit zurückzuholen, wegzureißen vom russischen Einfluss, vom iranischen Einfluss. Aber die Saudis hegen offenbar keine Illusionen darüber. Sie wissen, dass das ein langer, beschwerlicher Weg ist und dass der Teufel im Detail steckt. Denn die Frage ist, ob Bashar al-Assad sich darauf einlassen wird, die saudischen Bedingungen zu erfüllen, ob er der Richtige ist für eine nationale Versöhnung. Syrische Flüchtlinge haben jedes Recht, dies zu bezweifeln. Ihre Erfahrungen zeigen immer wieder, dass Rückkehrer in syrischen Gefängnissen gelandet sind oder aber verschwanden. Die Frage ist, ob so jemand wie Assad der Richtige ist, der Geeignete ist, um jemand, der so viele Probleme bereitet hat, diese Probleme auch zu lösen, oder aber ob mit seiner Normalisierung nicht noch viel größere Probleme entstehen. Danke nach Kairo. Golini Atay. Im Iran sind 3 weitere Menschen hingerichtet worden wegen der Teilnahme an Protesten gegen das Regime. Beschuldigt wurden die Männer während der landesweiten Demonstrationen im vergangenen Herbst, 3 Sicherheitskräfte getötet zu haben. Ihre Geständnisse, sagt Amnesty International, seien unter Folter erzwungen worden. Jörg Brase berichtet. Ich bin die Mutter von Said Yaqubi. Ich bitte euch, helft unseren Kindern. Sie sind zum Tode verurteilt. Heute durften wir sie das letzte Mal besuchen. Doch alles Flehen vor 2 Tagen nutzte nichts mehr. In der Nacht auf Freitag wurden Salemi Hashemi, Majid Kazemi und Said Yaqubi hingerichtet. Proteste vor dem Gefängnis in Isfahan hatte die Polizei mit Tränengas aufgelöst. Es musste schnell gehen, das hatte Irans Justizchef öffentlich gefordert. Polizisten starben den Märtyrertod, andere wurden verletzt. Wir müssen sie unterstützen. Die Verfahren zu ihren Fällen müssen zu einem schnellen Ende gebracht werden. Bei den landesweiten Protesten waren im November in Isfahan diese 3 Polizisten und Mitglieder paramilitärischer Basij-Milizen getötet worden. Die Verhaftung der Tatverdächtigen wird medienwirksam inszeniert. Als diese Bilder entstehen, sind Majid Kazemis Hände bereits auf den Rücken gefesselt. Es folgen Videos mit Geständnissen, wie immer in solchen Fällen. In Audioaufnahmen, die im Gefängnis entstanden, beteuern die 3 Angeklagten immer wieder ihre Unschuld. Die Männer, die mich verhaftet haben, haben mich gefoltert. Ich hatte keine Waffen oder Ähnliches, ich hatte gar nichts. Sie haben mich immer weiter geschlagen und behauptet, diese Waffen wären meine. Ich sagte, okay, die Waffen sind meine.
Bis heute wurden mindestens 7 Menschen im Zusammenhang mit den Protesten hingerichtet. Irans Führung nimmt Rache und will ihr Volk weiter einschüchtern. In die Slowakei. Vor mehr als 5 Jahren wurde der junge Investigativjournalist Jan Kuciak und seine Verlobte ermordet. Heute gab es in dem Mordprozess das Urteil, das viele irritiert. Der Geschäftsmann Marian Kočnar wurde erneut freigesprochen. Seine angebliche Komplizin Alena Žužová muss dagegen 25 Jahre hinter Gitter. Jan Kuciak hatte in der Slowakei ein kriminelles Geflecht aus Mafia und Firmen enthüllt, das bis in die Spitzen der Politik reicht. Nach Deutschland. Der Weg zum deutschen Pass soll einfacher werden, zumindest für Ausländer, die hier eine Arbeit haben und gut integriert sind. So steht es in einem Gesetzentwurf, den das Innenministerium heute veröffentlicht hat. Danach soll die Einbürgerung bereits nach 5 statt 8 Jahren möglich sein. Es gibt aber Bedingungen. Christian Volk hat Details. Ein großer Moment für Sophia aus der Ukraine, für Nelly und Aldo aus Mexiko und für Ayam aus Syrien. Sie bekommen vor wenigen Wochen in Hamburg ihre Einbürgerungsurkunde. Solche Verfahren will die Regierung künftig beschleunigen. Außerdem sollen Migrantinnen und Migranten ihre ursprüngliche Nationalität behalten dürfen. Das war bisher nur in Ausnahmefällen möglich. Wir vollziehen den lange überfälligen Paradigmenwechsel und lassen die Mehrstaatigkeit zu. Zugleich ermöglichen wir die Einbürgerung schon nach 5 statt nach 8 Jahren. Wer besonders gut integriert ist, kann diesen Zeitraum auf 3 Jahre verkürzen. Voraussetzungen sind Sprachkenntnisse, ein Einbürgerungstest und ein eigenes Einkommen. Auch in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern sollen schneller Deutsche werden können. Wir schaffen ein modernes Einwanderungsrecht mit 2 klaren Botschaften. Wer hier mit uns lebt, arbeitet und von dieser Arbeit leben kann, der kann schneller deutscher Staatsbürger werden. Das ist in unserem Interesse. Umgekehrt, wer vom Sozialstaat lebt, kann nicht eingebürgert werden, denn wir haben Interesse an Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, aber nicht in den Sozialstaat. Auch Straftaten aus antisemitischen, rassistischen oder fremdenfeindlichen Motiven sollen eine Einbürgerung unmöglich machen. Die Union kritisiert die Pläne als falsches Signal. Sie fürchtet eine Entwertung der deutschen Staatsangehörigkeit. Der Gesetzentwurf geht nun in die Abstimmung mit den Ländern und Verbänden. Bis zum Sommer soll ihn das Kabinett verabschieden. Beim Heizungsgesetz bleibt die Ampel uneins. SPD und Grüne halten am Zeitplan fest, das Gesetz bis zur Sommerpause zu verabschieden. Die FDP tritt auf die Bremse. Es gäbe noch 100 Fragen an Minister Habeck. Dessen Wirtschaftsministerium signalisierte jetzt, in einigen Punkten offen für Veränderungen zu sein. Beispielsweise soll eine Kombination von Öl- oder Heizkesseln mit Wärmepumpen dauerhaft zugelassen werden. Der deutsche Aktienindex lag noch nie so hoch wie heute. Mit über 16.330 Punkten ließ er seine bisherige Bestmarke klar hinter sich. Die stammt von November 2021 und damit aus der Zeit vor Beginn der russischen Invasion. Schon gestern hatte die Aussicht auf eine Lösung im Schuldenstreit in den USA den DAX steigen lassen. Hinzu kommt, dass die Wirtschaft in Europa stärker wächst als zunächst vorhergesagt. Muttermilch ist die beste Nahrung für Babys. Für Frühgeborene ist sie sogar überlebenswichtig, weil sie die winzigen Frühchen vor tödlichen Krankheiten schützt. Und zwar egal, ob die Milch von der eigenen Mutter kommt oder von einer anderen. Heute am Internationalen Tag der Milchspende zeigt Thomas Bersch, wie existenziell diese Spenden sind und warum es so schwer ist, genug davon zu bekommen. Wenn Sabine Männchen und ihre Kolleginnen früh ihre Arbeit in der Uniklinik Dresden beginnen, dann hoffen sie, dass nicht zu viele Frühgeborene auf ihrer Station dazukamen. Denn die brauchen gespendete Muttermilch und die ist knapp. Frauen, die eine Frühgeburt bekommen haben, sind vor allem in den ersten Tagen häufig noch so wie in einem Schockzustand. Und dann kommt die eigene Muttermilch häufig nicht so in Gang. Die Vorräte reichen gerade so. Durch Corona fielen und fallen Spenderinnen aus, wenn in der Milch eine Viruslast nachweisbar ist. Und die Milch muss ja von den Spenderinnen irgendwie in die Klinik kommen. Und auch hier zeigt sich wie überall der Personalmangel. Wir haben keine Fahrer, die gibt es einfach nicht. Personaltechnisch nicht, die ins größere Umfeld fahren können, sodass wir nur die Stadt Dresden im Moment absichern können.
Weltweit kommen 4 bis 15% der Babys zu früh zur Welt. In Deutschland sind es 6%. 2021 wurden hier 50.000 Kinder vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren. Die Uniklinik Dresden sucht händeringend Spenderinnen wie Anne Schlüter zum Beispiel. Ihre kleine Marthe kam 8 Wochen zu früh. Anne Schlüter sagte gleich im Krankenhaus zu, dass sie auch Milch spenden würde. Jetzt ist es halt so, dass meine Muttermilchproduktion so viel ist. Und da habe ich durch die Schwestern hier, spende ich jetzt selber. Und es ist sehr schön, auch was Gutes tun zu können. In wenigen Tagen können Mutter und Kind nach Hause. Doch sie wohnen zu weit außerhalb Dresdens. Als Spenderin scheidet Anne Schlüter damit also wieder aus. Nicht nur in Teilen Südeuropas herrscht auch dieses Jahr Wassernotstand. Eine Studie zeigt, dass dies ein globaler Trend ist. Mehr als die Hälfte, 53% der größten Seen weltweit, verliert Wasser. Ausgewertet wurden für die Studie rund 250.000 Satellitenaufnahmen aus fast 30 Jahren. Die Hauptgründe für die Austrocknung sind der Klimawandel und ein übermäßiger Wasserverbrauch durch den Menschen. Jetzt der Sport, Rudi. Endspurt in der Fußball-Bundesliga. Ist noch einiges offen. Heute beginnt der vorletzte Spieltag. Der Fokus liegt auf dem Fernduell zwischen Bayern München und Borussia Dortmund um die Meisterschaft. Spannend bis zum Schluss bleibt auch der Kampf um die internationalen Plätze und um den Klassenerhalt. Haben die Bayern unter Tuchel zur alten Souveränität gefunden? Hat Dortmunds Trainer Terzic seinem Team die Auswärtsschwäche ausgetrieben? Fragen des vorletzten Spieltags, an dem Freiburg schon heute Abend das Programm eröffnet. Eine erneute Pleite gegen Wolfsburg und nichts ist mit Champions League, die Euro League als Trostpreis. Freiburgs Kontrahenten folgen am Samstag. Urs Fischer und Union Berlin bräuchten dann nur ein Unentschieden in Hoffenheim. Leipzig könnte sich bei den Bayern sogar eine Niederlage erlauben. Kann das die Meisterschaft beeinflussen? Die Bayern, zuletzt klarer Sieger gegen Schalke, gehen im Titelrennen in Vorlage. Am Sonntag erst Rivale Dortmund in Augsburg. Eine Niederlage bei einem Bayern-Sieg und der BVB würde den Bayern den 11. Titel in Folge auf dem Sofa servieren. Überhaupt gar kein Problem damit, wie das passiert. Hauptsache es passiert. Passiert ist fast schon der Abstieg von Hertha BSC. Gegen Bochum muss ein Sieg her, sonst wäre Trainer Dardai seinen Ruf als Retter los. Apropos los, aus der Traum vom Europa-League-Triumph für Bayer Leverkusen. Im Halbfinal-Rückspiel verpasste das Team den Einzug ins Finale durch ein 0:0 gegen die extrem defensiv eingestellte Mannschaft von AS Rom. Nach dem 0:1 im Hinspiel fand die Jagd nach dem 3. Titel in der Vereinsgeschichte damit ein vorzeitiges Ende. Die Konzentration für die Mannschaft von Xabi Alonso liegt jetzt auf der Bundesliga-Schlussphase. Und die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat mit dem 1. Sieg bei der WM in Finnland und Lettland den Einzug ins Viertelfinale gewahrt. Die Auswahl von Bundestrainer Harald Kreis gewann gegen Dänemark mit 6:4. Den Siegtreffer erzielte Nico Sturm in der Schlussminute. Nach 3 Niederlagen gegen Schweden, Finnland und die USA muss Deutschland heute zunächst gegen Österreich nachlegen, um sich fürs Viertelfinale noch qualifizieren zu können. Jo, ich hab's. Dankeschön. Zum Schluss hätten wir noch Neues aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft zum Thema Küssen. Wobei Forscher aus Oxford und Kopenhagen nicht dieser Sorte Kuss nachgegangen sind oder dieser, sondern dem Kuss in eindeutig erotischer Absicht. Den gibt's quer durch viele Kulturen seit mindestens 3800 Jahren, sagen die Experten und verweisen unter anderem auf diese nicht ganz jugendfreie Lehntafel aus Mesopotamien. Bislang galt der feurige Kuss als 300 Jahre jünger. Jetzt wissen Sie auch das. Das Wochenende wird wärmer, zugleich steigt leider die Gewittergefahr. Die Details hat gleich Christa Orben. Das Heute-Journal um 10 mit Christian Sievers. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen. Ja, guten Abend. Tiefer Druck über dem Mittelmeer sorgt für weiteren Regen in Italien und auch auf Korsika und Sardinien. Wir schauen zum Wetter bei uns.
Uns bringt jetzt eine östliche Strömung am Rande dieses Hochdruckgebietes etwas mildere und feuchtere Luft. Und diese Warmluftzufuhr sorgt dafür, dass sich heute Nacht Wolken nordwestwärts ausbreiten. Da kann es auch mal draus tröpfeln. Wo es aufklart, sinken die Temperaturen auf 5 Grad. Aber Frost ist kein Thema mehr. Im Rhein-Main-Gebiet bleibt es bei 11 Grad. Morgen ist es etwas milder als heute. Frühlingshafte 16 Grad im hessischen Bergland und 23 Grad in den südöstlichen Landesteilen werden gemessen. An den Küsten ist es mit 15-16 Grad etwas kühler. Und besonders hier spürt man auch den böig auffrischenden nordöstlichen Wind. Dazu gibt es viele Wolken, gelegentlich mal Sonne. Am meisten sieht man die im Nordwesten und im Südosten. Dazu sind vormittags im östlichen Bergland und auch an den Alpen erste Schauer möglich. Nachmittags gibt es auch einzelne Gewitter mit Starkregen. Und die Gewitter- und Unwettergefahr nimmt bis Montag zu. Dann kommt auch diese frühsommerliche Luftmasse mit Temperaturen bis 29 Grad. Tschüss.